Seid gegrüßt, liebe Pupsi Army. Heute gibt es ein kleines Abo-Special, da ich nun meine 444 Abos geknackt habe. Also sind sogar schon weit mehr, schon über 460, glaube ich, was ich unheimlich geil finde und mich dafür natürlich vielmals bedanken möchte. Es ging in letzter Zeit wirklich recht fix mit den Abonnenten nach oben. Und die Leute, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen sicherlich, dass ich gerne meine Abos zu den Schnapszahlen mache. Also 333, 444 und so weiter. Deswegen auch nicht bei 400 oder 500er Marke, sondern so. Heute habe ich mir was gedacht, nämlich gibt es ein Graue Lunden Spezial. Ich habe mal ein bisschen gekramt in meinen Raritätenbeständen und ja, da sind mir die Sachen in die Hände gefallen. Und die wollte ich euch jetzt einfach gerne mal zeigen, vorstellen und dann natürlich für euch auch zünden. Fangen wir mal hier rechts an. Und zwar sind das, wie man unschwer erkennen kann, Böller von Keller. Sind B-Böller, das Backcover ist ja beschädigt, aber ist scheißegal. Wir nehmen mal so einen Böller raus. Man sehen kann hier schöne gedrehte graue Lunte. Jo. Jetzt erkennen wir den noch ganz schön. Ja, wie gesagt, B-Böller von Keller, Importeur, natürlich FKW, also Hersteller FKW. Schönes Ding, legt mal drauf. Bin ich sehr gespannt auf die Zündung. Das nächste hier sind Pyrocracker von Weco mit dem alten Corsair-Logo. Ja, können wir ein bisschen genauer dran nehmen. Genau, also mit dem Piraten drauf. Die werde ich mal für euch öffnen. Brauche ich nochmal das Messer. Na. Nicht unbedingt das ganze Päckchen so zerreißen. Guckt euch mal diese Wandung an, ey. Richtig fett, diese Wandung. Oh, da klemmt die graue Lunte fest. Na, hier geht's. Also guckt euch erstmal diese fette Wandung an, ne? Für einen Pyrocracker einfach unglaublich geil. Hier schöne gedrehte graue Lunte. Oben natürlich richtig schön zugestopft. Noch der zweite, der hängt hier irgendwo fest. Der verarscht mich. Bösen, bösen. Ja, das sind sie aber. Die Dinger, also auch wirklich schicke Böller. Ich gehe mal zurück. Den legen wir drauf. Ja, weiter geht's hier mit den alten Hirtenböllern. Wie man sieht, holländisches Cover ist aber scheißegal. Die Böller sind unheimlich geil. Schneiden wir direkt mal auf für euch. Guckt euch mal das an. Diese langen grauen Lunden, die sind nicht gedreht. Die sind einfach unheimlich lang noch. Und da wird einem warm ums Herz, kann ich nur sagen. Ah, die kleben alle leider immer so fest. Jetzt. Ja. Guckt sie euch an. Also richtig schön. Auf jedem einzelnen Böller auch nochmal das Logo. Red Lantern Label drauf. Unten halt gestopft, aber hier ist ein bisschen Luft. Hier sind sie auch unheimlich weich, wie man sieht. Oben fest, dicke Wandung. In der Mitte auch recht weich, aber die Dinger sind übel laut. Also ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber meines Wissens nach ist es Schwarzpulver. Aber wie gesagt, haben mich echt positiv überrascht gehabt. So, weiter geht's. Pyrocracker von Keller. Das ist Backcover. Für die, die es interessiert, hier ist das Päckchen schon eingerissen. Gucken, was wir so rausbekommen. Oh ja, die gehen gut raus. Also recht kurze graue Lunte, aber gedreht halt. Bisschen Tonerde dran. Oder Pulver, weiß ich nicht. Eigentlich kann es keine Tonerde sein. Aber sie sind etwas orange. Aber hier seht ihr, fette Wandung, unheimlich schöne Böller. Ja, das ist eine Packet Cracker Matte von Feistel mit dem Bohrturm hier drauf und Horse Brand, also auch richtig alt, Superior. Das Päckchen, ja, sieht ziemlich mitgenommen aus, aber das ist scheißegal. Hier sind nochmal Packet Cracker mit dem gezeichneten Münchhausen, auch von FKW Keller. Ja, die habe ich auch schon mal gezündet, die gibt es auch im Video auf meinem Kanal bereits. Aber ja, dann haben wir noch Frösche, und zwar
Knallfrösche B-Mittel von Komet. Da gibt es ja einige Ausführungen davon. Auch mit schöner grauer Lunte. Wird natürlich auch getestet. Genau. Das war es erstmal so zu den Artikeln. Wie gesagt, Zündung folgt jetzt gleich im Anschluss und ich wünsche euch viel Spaß dabei und bedanke mich nochmal recht herzlich für die Abos darauf, dass es noch viele mehr werden und wir weiterhin zusammen viel Spaß haben werden. Also bis dahin. Seid zum Abo-Spezial gegrüßt, meine Lieben. Wir wollen auch ganz schnell anfangen mit den Böllern. Die ersten sind hier die alten Weco Corsair. Legen wir direkt mal los. Oh ja, die schießen gut. Und noch einen dritten von. Sehr, sehr geile Böller. Die fetzen. Jetzt folgen direkt mal die Keller. Auch mit grauer Lunte, die ist relativ kurz. Ja, sind nicht ganz so gut. Noch welche. Oh ja, der war richtig laut. Und ein dritter. Der war wieder nicht so stark. Machen wir hier doch mal glatt die Matte mit dem Horsebrand von Feistel. Reißen wir die mal auf. Jetzt schon eine grüne Visco. Aber gut, das muss dem ja keinen Abbruch tun. Oder nicht. Definitiv sehr geil. Als nächstes folgen hier die gezeichneten Mönchhausen. Die mit grauer Lunte. So, hier kann sie auch. Geile Dinger. Fetzen auf jeden Fall. So. Dann folgen hier diese Scheißing Cracker mit dem Horsebrand Logo. Mit dem Red Lantern meine ich. Die haben diese extreme lange graue Lunte. So sieht man ganz gut. Boah. Holy shit, sind die laut. Krass. Da dröhnt es einen richtig in den Ohren. Also die sind heftig. Ich glaube, da ist auch nicht nur Schwarzpulver drin. So, und zu guter Letzt kommen hier die B-Böller mit dem Mönchhausen drauf. Auch natürlich standesgemäß mit grauer Lunte. Und ja, die drücken auch. Die sind gut. Und noch ein. Krasse Böller, ey. Na komm, noch einen dritten. Bei ihr seid. Boah, das ist einfach mal eine richtige Qualität. Und zu guter Letzt hier noch die Frösche B-Mittel von Komet. Und nochmal gucken, ob wir die Packung auch schön aufkriegen. So, hier seht ihr die Dinger nochmal. Ich sag euch, das war gar nicht leicht, die auszupacken. Graue Lunte natürlich. Schauen wir doch mal, was die taugen. Naja. Geruch ist geil. Aber... Okay, springen tun sie auf jeden Fall gut. Aber naja, vom Knall her... Das war dann auch schon alles, ja, von meinem Abo-Special. Ich bedanke mich bei meinen Abonnenten und bleibt dabei für viele weitere tolle Videos. Bis dahin, ciao, ciao.